Servus Bernd. Wir sind heute hier auf der Staatsstraße zwischen Peißenberg und Weilheim. Und bei mir ist der Bürgermeister von Polling-Etting-Uderding, lieber Martin. Das ist ein Riesentag für dich. Man merkt es, du bist total freudig und mit Leidenschaft dabei. Heute ist die lang ersehnte Fahrradbrücke aufgestellt worden. Ja. Ein unglaublich tolles Projekt. Erstmal Gratulation dazu, aber wie fühlst du dich? Ah, saugut, muss ich sagen. Saugut. Das ist einfach ein Brückenschlag, den wir hier gemacht haben, ist im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Und nach 11 Jahren ersten Antrag über die ganzen Planungen, die ganzen Grundstücksschwierigkeiten, ist es einfach ein ganz wichtiger Tag heute für die gesamte Gemeinde, aber auch darüber hinaus. Weil wir somit endlich auch diese Verbindung über den Tourismusverband Pfaffenwinkel, über alle Geh- und Radwege bekommen. Aber das Allerwichtigste ist, dass wir hier eine riesen Anteil an Sicherheit bekommen. Hier fahren auf der Straße 23.000 bis 25.000 Autos am Tag. Diese ganze Brücke hat ja auch neben der Architektur auch noch eine besondere Länge. 45 Meter, ja. 45 Meter, das ist schon ein ganz schönes Drum. Ja, 60 Tonnen. Ja, man sieht es ja heute auch an dem großen Kran, der da ist. Der war natürlich notwendig, weil er ziemlich weite Auslage ausgleichen hat müssen. Deswegen musste es so ein 750-Tonnen-Kran sein. Und heimische Wertschöpfung. Heimische Wertschöpfung. In der Region gebaut worden. Ja. Heimisches Holz, was da. Ja. Man sieht's. Fichte, Lärche. Außen die Beplankung ist Lärche. Innen ist Fichte. Der Planer, der Franz Ostler, hat bewusst eben auf die Herkömmlichkeit gesetzt und dass man auch eben die Naturwerkstoffe mitverwendet. Es ist ja kein offizieller Eröffnungstermin. Nein. Es ist einfach Baufortschritt eigentlich. Genau. Der Eröffnungstermin kommt ja noch. Aber wie viele Leute heute hier sind, alle zwar mit Abstand, aber man merkt, dass unglaublich viele Menschen jetzt hier begeistert auf diese Brücke schauen und sich total freuen. Ja. Also das geht in die Gemeindegeschichte doch als einer der großen, ganz großen Tage ein. Auf jeden Fall. Also du siehst, ich freue mich bis zu die Ohrwaschel hinter. Also es ist einfach schön. Ja. So, und ich glaube, wir in der Eröffnung wird es ja noch geben. Ja. Und da sollten wir dann mit dem Radl drüber fahren. Da sollten wir mit dem Radl drüber fahren, ja, auf jeden Fall. Also das können wir gemeinsam machen. Das machen wir miteinander. Genau. Noch die Landtagskollegen mit, den Harald Kühn und die Landrätin. Genau, so machen wir das. Die müssen zukünftig hier alle mit dem Radl durchfahren. Die müssen alle hier vorbeifahren, ja. Ja, wir machen hier einen Checkpoint, dann sieht man, wie oft sie gefahren sind. Sehr gut. So, Andrea, das ist ja ein Megatag für Polling. Der Martin und ich, wir haben gerade drüber geredet, aber das ist beeindruckend. Und freust du dich schon, mit dem Radl da jetzt demnächst drüber zu fahren? Total, ich hoffe, wir fahren miteinander drüber, wenn es aufgemacht wird. Auf jeden Fall. Ich kenne die Strecke ja auch genauso wie du. Wir müssen hier immer wieder auf die Staatsstraße. Das ist dieser schmale Weg hier, wo die Radl drüber geschoben werden. Jeder von uns kennt es auch. Auf der Autoseite, auf der Fußgäng- und Radschiebeseite. Ja. Also uns ist das schon ganz, ganz lange auch ein Dorn im Auge. Und wir sind einfach froh, dass das jetzt funktioniert. Ich bin völlig fasziniert, völlig glücklich. Ich muss mich bei allen bedanken, die mitgeholfen haben, die Gelder dafür hergeben haben, die es initiiert haben. Es ist großartig. Es ist wirklich ein beeindruckender Tag für Polling und für den ganzen Landkreis. Harald, da steckt jetzt unglaublich viel Engagement auch des Freistaats Bayern dahinter. Die Finanzierungskosten deutlich über 1 Million Euro hat der Freistaat jetzt aufgewandt, damit man die Brücke baut. Die Grundstücke hat der Freistaat vorher übernommen. Und wir sagen Respekt und Dankeschön. Das ist eine Megaleistung, war ein Riesengewinn für diese Region hier. Absolut. Ich denke, es ist heute ein guter Tag für Polling. Und das ganze Oberland, ein neuralgischer Punkt, ist wirklich entschärft worden. Es war absolut nicht ungefährlich, auf der Straße sich vorher zu bewegen. Und jetzt mit einer auch optisch so ansprechenden Brücke mit Holz aus der Region und Firmen aus der Region kann man nur sagen, da ist jeder Cent von den 1,1 Millionen Euro, die der Freistaat hier investiert hat, gut angelegt. Dank auch an die Gemeinde für die Übernahme der Planungskosten, lieber Martin. Und an die Andrea für allfällige Genehmigungen. Also ich denke, heute können alle zufrieden sein. Heute sind schon ganz viele da, haben das bewundert. Da sieht man mal, Bauprojekte, die erzeugen auch Emotion, Leidenschaft bei ganz, ganz vielen Bürgerinnen und Bürgern. Und deswegen, also warten wir auf die offizielle Öffnung. Sind wir gemeinsam mit dem Radl wieder da. Dankeschön. Servus Bernd. Servus.